Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Film, Film, Film. Mit mir, Larissa. Und mir, Steven. Film, 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 das sind drei Filmempfehlungen zu einem bestimmten Thema. Und das Thema heute ist Sommergefühle. Noch bevor wir hier gleich in den ersten Film wieder reinspringen, zuerst einmal kurz erklärt. Das Thema der Folge kurz erklärt. Spielfilme als gezielte Flucht aus der Realität. Als kleine, kurze Reise in eine andere Welt. Heutzutage total normal. Ein Überangebot transportiert uns beinahe von jedem Ort an jeden Ort. Doch das war nicht immer so. Vom ursprünglichen Film bis zum heutigen Spielfilm musste das Medium einige Entwicklungsschritte durchlaufen. Hier ein paar der wichtigsten Meilensteine. Beginnen wir nicht mit der Geburtsstunde des Films, sondern mit der Etablierung ortsfester Kinos. Damit einher entwickelte sich eine arbeitsteilige, kapitalorientierte Filmindustrie, die nicht nur das Filmemachen revolutionierte, sondern auch das Filmverleihsystem erfand. Wo vorher die Kinos für sehr viel Geld die Filme kaufen mussten und so immer wieder zeigen mussten, bis die Filme gar nicht mehr abspielbar waren, konnten sie nun günstiger für kürzere Zeiträume leihen und so das Publikum mit einem abwechslungsreicheren Programm begeistern. Machen wir weiter mit der Erfindung des Tonfilms, welcher 1927 mit der Warner Brothers Produktion The Jazz Singer seinen internationalen Durchbruch feierte und sich innerhalb von 6 Jahren in den meisten Ländern als Standard durchsetzte. Die neue Art, Filme zu produzieren, erschwerte zwar zunächst alle Bereiche der Produktion und ließ die Kosten in die Höhe schnellen, doch erlaubte und forderte sie gleichzeitig auch komplexere Geschichten zu erzählen. So entwickelte sich in den 1930ern Hollywood zur Traumfabrik. Der Aufstieg des Fernsehens zum Massenmedium, welches gerade als Infomedium gegenüber dem Kino punkten konnte, übte einen nie dagewesenen Druck und damit auch Einfluss auf die Spielfilmentwicklung aus. Sprach das Fernsehen vorrangig Erwachsene an, bemühte sich das Kino nun ums junge Publikum. Im Amerika der 1950er Jahre waren 2/3 der Zuschauenden zwischen 16 und 24 Jahren alt. Das Kino passte sich an und produzierte mit Elvis, James Dean und Co. das Lebensgefühl der neuen Popkultur als Spielfilm für die große Leinwand. Mit der einsetzenden Digitalisierung und den damit verbundenen neuen Vermarktungsmöglichkeiten als Video, DVD und Blu-ray wurden zusätzliche Gelder für die Spielfilmproduktion freigesetzt und damit der Anspruch auf ein traumähnliches, makelloses Bild erneut erhöht. Die Filme wurden verfügbarer, kamen von der Leinwand nach Hause. Und mit der Etablierung der Streaming-Dienste können wir heutzutage noch spontaner und gezielter bestimmen, wo die Reise hingehen soll. In dieser Folge Film, 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 direkt in den Sommer. Und da sind wir wieder und starten gleich mit unserer ersten Filmempfehlung. Film Nummer 1, Luca. Der 13-jährige Luca lebt mit seiner Großmutter und seinen Eltern wohlbehütet nahe der Küstenstadt Porto Rosso in Italien. Das Besondere, sie alle sind Meeresbewohner und leben im Verborgenen unter Wasser. Trotz der ständigen Warnungen seiner Eltern ist Luca voller Neugier für die Menschenwelt. Zusammen mit seinem neuen Freund Alberto, der eigentlich auch ein Meeresbewohner ist, aber schon seit längerer Zeit an Land wohnt, unternimmt er seine ersten Schritte an Land und entdeckt dort den italienischen Sommer. Lange Tage voller unerschöpflich erscheinenden Möglichkeiten, Eis, Straßenfußball und neue Freundschaften. Das Einzige, was den beiden zu ihrem Glück noch fehlt, ist eine Vespa. Doch die kostet Geld. Wie gut, dass man in der Menschenstadt Porto Rosso welches gewinnen kann. Bei einem Fahrradfahr-Pasta-Wett es Schwimmtriathlon. Dazu müssen die beiden nur noch lernen, wie man Fahrrad fährt, mit Gabel isst und jemanden finden, der für sie schwimmt. Denn die beiden dürfen nicht nass werden. Denn dann würden sie sich vor aller Augen in die grün-blau-violetten Meereswesen verwandeln, die sie in Wirklichkeit sind und die hier in der Menschenstadt als Seeungeheuer gejagt werden. Luca ist 2021 erschienen und ist von dem italienischen Animationsfilmer und Illustrator Enrico Casarosa. Der hatte seinen Start im Animationsgeschäft als Storyboard-Artist und zwar da bei verschiedenen Fernsehserien des Disney Channels. Dann irgendwann kam er zu Blue Sky Studios, kennen vielleicht einige von euch, wo er an dem Film Ice Age und an dem Film Robots beteiligt war, bis er dann 2002 zu Pixar gekommen ist. Und da hat er ebenfalls wieder als Storyboard-Artist gearbeitet an Filmen wie Cars, Ratatouille und Oben. Und dann, 2011, hat er seinen ersten eigenen Kurzfilm gemacht. Und der heißt La Luna. Den gibt es wie Luca auf Disney Plus zu sehen. Könnt ihr euch jetzt auch anschauen, falls ihr da ein Abo habt. Und da ist uns aufgefallen, dass La Luna einige Parallelen zu Luca hat. Und zwar sind ein bisschen auch die Thematiken ähnlich. Ein bisschen diese Thematik von auch Meer, Wasser, Fischer so ein bisschen angekratzt. Aber was uns vor allem aufgefallen ist, und hier ein kleiner Funfact, ist, dass ein Charakter aus diesem Kurzfilm sehr ähnlich dem Vater von Julia aus Luca sehr ähnlich sieht.
Man könnte eigentlich sagen, sie sehen genau gleich aus, bloß dass der eine zwei Arme hat und der andere nur einen. Und da sieht man eben, dass dieser Stil so ein bisschen fortgeführt wurde dann in das Projekt Luca, der jetzt ja 2021 rausgekommen ist. Luca ist maßgeblich an Casarosas eigener Kindheit inspiriert, der diese Zeit in der Cinque Terre an der Riviera verbracht hat und der dieses Lebensgefühl von diesem Ort in Luca gerne zeigen wollte und abbilden wollte. Und dafür ist ein Team direkt in Cinque Terre geflogen und hat sich dann eben da alles angeguckt. Und darüber gibt es eine kurze Doku auf Disney Plus auch, die ich an dieser Stelle echt empfehlen kann, wo man ganz detailliert einmal sieht, wie die da vorgegangen sind. Fühle ich super spannend. Zu dieser Gruppe gehörten einmal die beiden Cinematographer für den Film, Director of Photography and Lighting und Director of Photography Layout und noch drei Leute aus dem Art Direction Team, und zwar dort Sets Art Director, Character Art Director und Color and Shading Art Director. Also sehr viele kreative Köpfe, die eben diesen Ort aus ihren eigenen Perspektiven, natürlich in Bezug auf ihren Arbeitsbereich, komplett erforscht und beobachtet und betrachtet haben und sich daraus Inspiration geholt haben und immer wieder sich die Frage gestellt haben, wie wäre es eigentlich dort aufzuwachsen oder wie ist es für Luca oder wie wäre es für Luca, wenn er an diesen Ort kommen würde, was würde ihm auffallen, was würde er sehen, wie würde er sich fühlen. Und dafür haben sie alles Mögliche gemacht, sich alles Mögliche angesehen, haben sich Architektur und Settings angeschaut, Texturen, Farben, Materialien, haben mit den Leuten gesprochen, da Leute kennengelernt, Kameramöglichkeiten ausprobiert, Winkel und Komposition irgendwie sich angeschaut, wie man irgendwelche Treppen filmen könnte, Fotos gemacht, Menschen und Gebäude gezeichnet, sich angeschaut, wie sich Licht und Schatten an verschiedenen Tageszeiten verhalten. Und auch wie sich das Wasser verhält, wie fühlt sich das Wasser an, wie warm und kalt ist das, wie ist die Farbe. Also sie haben wirklich diesen kompletten Ort auseinandergenommen und da sich so viel Inspiration geholt, dass sie dann eben aus diesen zahlreichen Fotos, Videos, Notizen und Zeichnungen letztlich Porto Rosso und seine Bewohner kreiert haben. Und diese ganze Arbeit, diese ganze Liebe zum Detail war dann auf jeden Fall auch die Guideline für die Animation und wie gesagt das Kreieren von diesem Film. Denn anders als in einem normal gedrehten Film, vergesse ich zum Beispiel auch immer wieder bei Animationsfilmen, dass dort der Zufall keine Rolle spielen kann. Es ist alles durchdacht und alles geplant. Und eben dann, wie bei Luca, nach dem Vorbild von der Cinque Terre, so eine Welt zu machen, fand ich einen ganz klugen Gedanken. Denn es ist wirklich so, man hat das Gefühl, man könnte sich unabhängig von Luca in dieser Welt bewegen. So gut kannten die Animateure sind was anderes. Nein, so gut kannte das Team, die Macher vom Film, diese Welt. Ja. Und es gibt einfach im Hintergrund zahlreiche kleine Nebengeschehen, super viele Details, in die man sich reindenken und reinfühlen kann, wo man halt wirklich das Gefühl hat, man könnte jetzt auch einfach, wo Luca nach rechts abbiegt, könnte man nach links abbiegen und Porto Rosso auf eigene Faust weiter entdecken. Und das ist eben das Sommergefühl, was wir euch für diese Folge mitgeben möchten. Es war eben sehr schön, mit Luca diese Welt zu entdecken und einfach, ja, wie du auch schon meintest, alles Mögliche zu sehen, alle Details zu sehen und eben auch dieses Gefühl von ein bisschen Freiheit zu haben, dieses, man ist fern vom Alltag und Verantwortung, kann sich deswegen einfach loslassen, einfach diese Welt auf sich wirken lassen. Und genau dieses bestimmte Sommergefühl, was du eben angesprochen hast, was eben auch Enrico Casarosa übermitteln wollte, es ist ihm und seinem Team auf jeden Fall gelungen. Und deswegen schaut euch Luca an, es ist ein sehr, sehr schöner Film. Ja, machen wir weiter mit unserer zweiten Filmempfehlung. Und da kommen wir zu Heute gehe ich allein nach Hause. Sommerferien sind vorbei, das neue Schuljahr beginnt und für den blinden Jungen Leonardo, gespielt von Jeremy Lobo, und seiner besten Freundin Giovanna, gespielt von Tess Amorim, setzt der Schulalltag wieder ein. Doch erweist sich der erste Schultag als ereignisreicher als erwartet, denn der gut aussehende Gabriel, gespielt von Fabio Audi, kommt neu in die Klasse. Und mit ihm kommt nicht nur ein neuer Freund für Leonardo und Giovanna, sondern auch eine überraschende Probe ihrer sonst eigentlich so harmonischen Freundschaft. Erste ernsthafte romantische Gefühle, auf einmal sich verschiebende Grenzen und der Wunsch nach Unabhängigkeit. Heute gehe ich allein nach Hause ist ein unaufgeregter, feinfühliger und sehr, sehr schöner Coming-of-Age-Film, der sich in seiner Natürlichkeit deutlich von anderen Filmen dieses Genres abgrenzt und unterscheidet. Der Film ist 2014 erschienen und ist das Spielfilmdebüt vom brasilianischen Regisseur Daniel Ribeiro.
der auch das Drehbuch zu dem Film selbst geschrieben hat. Der Film basiert auf einem Kurzfilm Ribeiros, der 2010 erschienen ist, bei dem er mit demselben Cast an fast denselben Drehorten, auch in Sao Paulo, in fast identischen Sets, eigentlich im Grunde dieselbe Story schon mal gedreht hat. Für den langen Film ist das Ganze aber dann nochmal komplexer gemacht und weiterentwickelt worden. Und den Kurzfilm könnt ihr euch auf YouTube angucken. Der heißt Ich möchte nicht allein zurückgehen. Und also das kann man auch nur empfehlen. Der hat auch dasselbe Gefühl. Dasselbe Sommergefühl wird auf jeden Fall vermittelt und ist einfach nochmal eine andere Variante der Geschichte und eine Möglichkeit, die Charaktere, die man dann doch wirklich lieb gewinnt, also mir ist es so gegangen, dann nochmal ein bisschen weiter zu begleiten. Auf jeden Fall. Hier ein kleiner Funfact vielleicht am Rande bezüglich der Charaktere, denn der Schauspieler von dem Protagonisten Leonardo, Guillermo Lobo, war in Wirklichkeit oder ist in Wirklichkeit gar nicht blind. Was mir persönlich beim Schauen des Films nicht aufgefallen ist, da er das wirklich sehr authentisch spielt. Und dafür hat er eben auch sehr viel recherchiert und sich vorbereitet und meinte ja auch in Interviews, dass es eben sehr schwer ist, dann auch in Szenen, wo es Dialog gibt, seinen Schauspielkollegen und Kollegen nicht in die Augen zu gucken oder auf Sachen wie Sonnenschein oder sowas zu reagieren, weil sowas ja Leonardo gar nicht wahrnehmen würde. Also da hat er auf jeden Fall der Schauspieler sehr gute Arbeit geleistet. Ja, zurück zum Sommergefühl. Obwohl der Film nicht in den Ferien, sondern in der Schulzeit spielt und die Hauptpersonen doch ihren alltäglichen Pflichten nachgehen müssen, davon nicht so wie in Luca befreit sind, ist der Film trotzdem vollgepackt mit ganz vielen Sommermotiven, die auch immer wiederkehren. Und dazu kommt dann auch einfach noch so ein ganz entschleunigendes Element, nämlich das Tempo des Films, das total eigen ist und die Ereignisse wie zeitlos wirken lässt und sich die halt nicht überschlagen lässt, wie das häufig in Filmen der Fall ist. Das Ganze ist total entspannt und trotz der ganzen Emotionen, die natürlich auch heftig sind, das ist ein Coming-of-Age-Film, hat es bei mir eine innere, erholsame Gelöstheit auch hervorgerufen und für eine Entspannung gesorgt, die ich sonst auch nur so aus dem Urlaub kenne. Stimmt, nach dem Film, wenn man sehr runtergesettelt und sehr entspannt. Also ich wollte ihn eigentlich nochmal gucken. Ja, eigentlich schon. Damit kommen wir auch jetzt zu unserem nächsten Film, Mid-90s, dem letzten und dritten Film. Und worum der geht, erfahrt ihr jetzt. Von mir. Und zwar geht es um Stevie. Der lebt mit seiner Mutter, Dabney, gespielt von Catherine Waterson, und seinem älteren Bruder Ian zusammen im Los Angeles der 90er Jahre. Die Situation zu Hause ist schwierig. Stevie, gespielt von Sunny Suljic, der eigentlich zu seinem älteren Bruder aufschaut, wird häufig Opfer von Ians Aggressionen, die nicht selten in körperlicher Gewalt enden. Um der Situation zu entgehen, treibt sich Stevie draußen herum und beobachtet zufällig eine Gruppe Skater, zu der er Anschluss sucht. Ray, Fourth Grade, Fakshin und Ruben sind deutlich älter als Stevie und auf den ersten Blick nicht gerade das, was man als guten Umgang bezeichnen würde. Mit ihnen erlebt Stevie waghalsige Abenteuer, sammelt erste Erfahrungen mit Drogen und Mädchen, lernt Skaten und bekommt neues Selbstbewusstsein, welches ihm die Situation zu Hause immer weniger hinnehmen lässt. Mid-90s ist eine Gratwanderung zwischen Gewalt und Unterdrückung und der herrlichen Freiheit jugendlichen Leichtsinns. Genau, ein sehr gelungener Film, ist 2018 erschienen und ist das Regiedebüt von Jonah Hill, einer Person, die ihr wahrscheinlich eher als Schauspieler kennt. Er hat in Filmen gespielt wie Superbad, 21 Jump Street und Wolf of Wall Street. Und in den 90s wurde auch von ihm geschrieben, ist ähnlich wie Luca auch inspiriert an seiner Kindheit, denn er ist mit 90er Hip-Hop und Skaten aufgewachsen. Fand aber schon immer, was er in einem Interview erwähnte, dass diese beiden Themen oft in Filmen falsch benutzt werden und zu etwas gemacht werden, was sie gar nicht sind. Und deswegen wollte er dem etwas Respekt zollen und es eben nutzen und hat dann eben das in seinen Film eingegliedert. Und dabei war ihm aber auch wichtig, dass eben der Fokus nicht nur auf Skaten oder der Hip-Hop oder eben der Nostalgie der Zeit liegt, auf der Nostalgie von den 90er Jahren, sondern dass im Vordergrund Charaktere und Story stehen und eben diese ganzen Themen nur ästhetische Hilfsmittel sind, um diese Geschichte zu erzählen. Jonah Hill wird die 90er einerseits eben wegen seiner Kindheit, aber auf der anderen Seite, weil es zu der Zeit noch keine Handys gab und er so seine Protagonisten auch in unangenehmen oder sehr langweiligen Situationen miteinander in direkten Kontakt bringen wollte,
was ihm sehr wichtig war, um eben auch spontane, tiefgründige Gespräche entstehen zu lassen, die den Jungs vielleicht sonst einfach zu unangenehm gewesen wären. Und so konnten sie sich halt nicht von der Situation mit ihren Handys ablenken. Und da ist uns eben auch sehr positiv aufgefallen, dass eben diese Gespräche auch sehr authentisch wirken. Sowieso der ganze Film wirkt komplett echt und einfach auch wieder auf dem Leben gegriffen. Und das liegt auch an dem Mix von erfahrenen und unerfahrenen Schauspielern, für die sich Jonah Hill entschieden hat. Beispielsweise die Familie rund um Stevie, also Stevie, sein Bruder und seine Mutter, sind ein bisschen erfahrenere Schauspieler, aber diese ganze Gruppe rund um die Skater sind meist einfache Skater gewesen, die eben gecastet wurden und dann diese Rollen gespielt haben, weswegen es einfach so echt wirkt. Ein paar von den Gesichtern sind vielleicht ein bisschen bekannter, beispielsweise Nakeel Smith, der Ray spielt. Den kennen vielleicht manche von euch aus dem Hip-Hop-Kollektiv von Future. Und Ryder McLaughlin, Fourth Grade, damals auch nicht so bekannt, hat in ein, zwei Kurzfilmen mitgespielt, hat aber jetzt 2021 in dem Film North Hollywood die Hauptrolle gespielt. Ein Film, der auch um Skaten geht. Es geht um das Werden oder den Wunsch, Pro-Skater zu werden. Wobei aber auch nicht das Hauptaugenmerk nur auf dem Skaten liegt, sondern auch vor allem um die Geschichte darum. Also um die Charaktere, was sie erleben und das Leben eben da drumherum. Und Sunny Suljic, Nakeel Smith sind auch wieder dabei. Auch sehr bekannte Gesichter wie Vince Vaughn beispielsweise. Und ja, auch ein guter Film, in dem Ryder McLaughlin jetzt die Hauptrolle spielt. In Hinblick auf unser Thema Sommergefühle muss man bei Mid-90s wirklich sagen, dass er teilweise sehr beengt und sehr schwer zu sehen ist, weil es eben nicht nur alles Friede, Feuer, Eierkuchen ist, sondern auch diese dramatische Seite hat. Auf der anderen Seite, die positiven gelösten Momente kommen dadurch einfach auch noch mal viel mehr raus und ja, sind auch noch viel mehr deutlicher Zufluchtsorte, eben nicht nur für uns als Kurzurlauber, sondern auch für Stevie, der sich in dieser Freizeit, dieser Langeweile und der Entdeckung einer neuen Szene und des neuen Sports einfach so hingibt. Und das hat bei uns dieses Sommergefühl auf jeden Fall ausgelöst, was wir euch mitgeben möchten, gerne. Kommen wir damit jetzt zum Ende dieser Folge, zu dem Resümee. Ja, vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir in dieser Folge nur über Coming-of-Age-Filme gesprochen haben, die für uns aber nicht nur im Sommer spielen, sondern mit dem Sommer und den langen Tagen und der jugendlichen Freiheit spielen, die man als Erwachsener tatsächlich im Urlaub häufig nur wieder entdeckt und die wir uns mal wieder gönnen wollten und euch natürlich auch. Genau, das ist jetzt oder das war jetzt unsere kleine, aber doch vielseitige Auswahl an verschiedenen Sehnsuchtsorten, die euch hoffentlich nicht nur auf einen kleinen Kurzurlaub schicken, sondern euch auch inhaltlich so begeistern, wie sie uns begeistert haben. An dieser Stelle nochmal einen kleinen Dank an euch für eure netten Kommentare unter unserem letzten Video. Wir haben uns sehr gefreut. Weitere Wünsche, Anregungen, Themen, egal was, schreibt es unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.